Putz. Straight up a tree. Da oben sind welche. Two little baby dragons. Es sind zwei Babydrachen. Junge Warane können ausgezeichnet klettern. Wenn sie älter werden, sind sie zu behäbig, um auf einen Baum zu kommen. Es sind einjährige Echsen. Sie wärmen sich ein wenig in der Nachmittagssonne auf. Oben in den Wipfeln finden sie reichlich Insekten, Geckos, Vögel und Eier. Kurz all das, was das Herz eines kleinen Warans begehrt. Sie wachsen übrigens sehr schnell. Die beiden dort oben sind schon mindestens 75 cm lang und recht kräftig. Die Tiere verbringen ihre ganze Jugend auf Bäumen, weil ihre erwachsenen Artgenossen sie sonst in 0, nichts fressen würden. Die Reptilien sind nämlich ausgesprochen kannibalisch veranlagt. Indem sich die Warane gegenseitig verspeisen, hält sich der Bestand in Grenzen. Nur für eine bestimmte Zahl von Tieren reicht das Nahrungsangebot. Jetzt verstehe ich, was los ist. Ein großes Männchen streift durch das Gras. Kein Wunder also, dass sich die beiden so ruhig verhalten. Ich schätze, der Bursche ist 2 bis 2,5 Meter lang und auf der Jagd. Mit seiner Zunge sucht er die Savanne nach Beute ab. Wirklich schlau, dass ihr da oben seid. Die Lebenserwartung der Echsen beträgt 40 bis 50 Jahre. Sie erreichen ein Gewicht von mehr als 130 Kilo und werden in Ausnahmefällen fast 3,5 Meter lang. Auf der Suche nach etwas Essbarem wandern Komodowarane oft viele Kilometer. Manchmal führt sie der Weg auch in die Dörfer der Insel, wo sie Kleinvieh und Geflügel reißen. Die Echsen fressen im Grunde alles, was ihnen vor die Pfoten kommt. Mit Vorliebe vertilgen sie Aas, aber auch Abfälle verschmähen sie nicht. Essensdüfte sind für die Echsen besonders verführerisch. Mitunter spazieren sie direkt in die Küche. Was hier gekocht wird, scheint diesen Burschen allerdings nicht zu gefallen. Warane sind viel langsamer als die meisten ihrer Beutetiere. Können sie nicht aus dem Hinterhalt angreifen, müssen sie zum Beispiel auf Hirschragout verzichten. Die beiden stehen sich gegenüber. Der Hirsch lässt sich nicht überrumpeln. Jetzt zieht die Echse ab. Hört ihr das? Das ist ein Warnlaut. Ich weiß nur nicht, ob er mich oder den Waran anbellt. Die Sonne geht unter. Nach Anbruch der Dunkelheit wird es kühler und man kann Tiere besonders gut beobachten. Bei diesen Felsen wimmelt es nur so von Geckos und Skinken. Überall springen sie herum. Heiliger Strohsack, seht euch das an. Du bist aber ein großes Mädel. Sie ist hundemüde und kümmert sich nicht um mich, sondern ratzt einfach weiter. In dieser sehr warmen Nacht braucht sie keine Höhle zum Schlafen. Sie hat sich einfach an diesen Felshang gelegt. Eine wilde Katze. Das ist ein Timor-Python. Wow! Check this out! Have a look at this little beauty. Seht euch dieses Prachtstück an. Ich hätte nicht gedacht, dass wir auf Komodo einem Timor-Python begegnen würden. Er hat ein wunderschönes goldenes Muster auf dem Kopf. Wie die Warane züngelt er ständig, um Gerüche wahrzunehmen.
Aber er hat den Echsen etwas voraus. Er kann Beutetiere im Dunkeln genau ausmachen. Denn am Maul besitzt er kleine Gruben mit wärmeempfindlichen Sinneszellen. Er möchte zurück auf seinen Baum. Vor einem Python brauche ich keine Angst zu haben. Während man sich vor vielen anderen Reptilien der Insel in Acht nehmen muss, ist dieser hübsche Bursche vollkommen harmlos. Eine großartige Schlange. Schaut mal. Am Schwanz hat sie nur noch einen Stummel. Jemand hat ihr die Spitze abgebissen. Sieht ganz danach aus, als wäre unser Freund hier einem Varan über den Weg gelaufen. Dabei sind die Schlangen nachtaktiv. Sie jagen und fressen dann, wenn die Echsen schlafen. So, Kumpel, jetzt darfst du wieder auf deinen Baum. There you go, mate. Back in your tree. Up he goes. Am nächsten Morgen leiht sich Steve ein Boot. Von Fischern hat mein Mann erfahren, dass ein größerer Varan draußen im Meer herumschwimmen soll. Der Kahn hat einige Lecks, aber solange ich fleißig Wasser schöpfe, werde ich wohl nicht untergehen. Früher gab es hier auch Krokodile. Aber nachdem sie ausgestorben sind, ist der Komodo-Varan das größte fleischfressende Reptil in dieser Region. Stunde um Stunde vergeht und ich habe kaum noch Hoffnung, dass ich den Drachen finde. Ein wenig enttäuscht beschließe ich, den Rückweg anzutreten. Doch plötzlich sehe ich wenige Meter von mir entfernt den Kopf der Echse im Wasser. Sofort nehme ich die Verfolgung auf. Ich möchte unbedingt wissen, wohin der Bursche will. Er besitzt eine Wahnsinns-Power. Ich komme kaum hinterher. Mit kräftigen Bewegungen seines Schwanzes und angelegten Beinen schießt er durch das Wasser. Alle Varane sind ausdauernde und gute Schwimmer. Kleinere Arten ziehen sich oft ins Wasser zurück, um sich vor Feinden zu schützen. Doch das haben diese Riesenechsen nicht nötig. Sie brauchen sich vor niemandem zu fürchten. Wenn sie aufs Meer hinausschwimmen, hat das nur einen Grund. Sie haben Hunger. Komodo-Varane machen immer wieder Ausflüge auf Nachbarinseln, um zu jagen. Bläst der Wind den Duft einer Ziegenherde zu ihnen herüber, legen sie oft weite Strecken für ein leckeres Mahl zurück. Endlich hat das Männchen sein Ziel erreicht. Obwohl es fast 3 Meter groß ist, beschließe ich, mit ihm an Land zu gehen. Vorsichtig folge ich ihm durch die Mangroven. Er ruht sich ein wenig aus. Es geht weiter. Here he goes. How's this? Hoffentlich riecht er das hier nicht. Ich bin schon ganz nervös. Durch den Blutgeruch erwacht bei ihm sofort der Jagdinstinkt. Blitzschnell schnappt er nach mir. Der Kerl hat es auf mich abgesehen. Bestimmt denkt er, dass ich gut schmecke. Zum Glück versperren ihm die Wurzeln den Weg und ich kann mich auf einen Ast retten. Sind Varane auf Jagd, greifen sie alles an, was sich bewegt. Ihre Sinne sind bis aufs Äußerste angespannt. Würde ich ein Stück Borke hinunterwerfen, würde er sich sogar darüber hermachen. Vor allem der hervorragende Sehsinn der Echsen ist auf die Wahrnehmung kleinster Bewegungen ausgerichtet. Permanent scannt er damit die Umgebung. Ich zeig euch mal was. Hey Kumpel, hab ich nicht süße Zehen? Wie ich erwartet habe, greift der Bursche gleich wieder an. Vorsichtshalber klettere ich eine Etage höher.
Schließlich verliert er das Interesse an mir und zieht weiter. Nachdem er die Mangroven verlassen hat, klettere ich vom Baum und hefte mich an seine Fersen. Allerdings halte ich genügend Abstand zu ihm. Denn ich möchte nicht wie in Jurassic Park als Echsenfutter enden. Bei einem Felshang wage ich mich wieder etwas näher an das Männchen heran. In aller Ruhe marschiert es den Hügel hinauf. An seiner Körperhaltung erkenne ich, dass es sich inzwischen entspannt hat. Jetzt ist es nicht mehr aggressiv, sondern untersucht neugierig die Gerüche, die ihn umgeben. Plötzlich erregt irgendetwas die Aufmerksamkeit des Tiers und es läuft zielstrebig hinaus in die Savanne. Auch ich beschleunige mein Tempo und renne mit wenigen Metern Abstand dem Kerl hinterher. Dragons can run. Komodo-Warane erreichen eine Geschwindigkeit von rund 20 Kilometern pro Stunde. Unser Freund hier ist vielleicht halb so schnell. Jetzt gibt er ein bisschen Gas. Mal sehen, was er entdeckt hat. Er ist auf irgendwas ganz heiß. They're chasing something. Slowing down. Jetzt wird er wieder langsamer. Whoa. Slowing down. Here we go. Er will in den Schatten. Into the shade. Notice the way. Wie ihr seht, schwenkt der Bursche ständig seinen Kopf von einer Seite zur anderen. So wie ich mit meinen Ohren Geräusche, kann er auf diese Weise Düfte aus allen möglichen Richtungen wahrnehmen und ihren Ursprung genau lokalisieren. Er hat äußerst feine Sinne. Warane besitzen kräftige Beine, die den stämmigen Körper tragen. An ihren Füßen haben sie jeweils 5 Zehen. Die langen, dolchartigen Krallen sind nicht nur nützliche Werkzeuge zum Graben von Nistgruben und Schlafhöhlen, sondern auch extrem gefährliche Waffen.